Isaac Küchenbau, V-Zug und L-Bau präsentieren den Top-Pot und wünschen einen guten. Recht herzlich willkommen zu der heutigen Kochsendung Top Pot. Natürlich als erstes wünsche ich euch allen ein gutes Neues mit ganz, ganz viel Gesundheit. Und in der heutigen Kochsendung gibt es eine Gemüse-Tavolade mit Rosenkohl und verschiedenen Wintergemüse. Und wie noch die Grand-Reserve aus Winterthur hat uns einen sehr, sehr feinen österreichischen Rotwein aus dem Burgenland dazu empfohlen. Und mein heutiger Gast ist der Michael Embacher. Er ist Kochchef im Hotel Restaurant Sonne in Seuzach. Und er steht schon hier ganz nervös bereit. Hallo, Georges. Ich wünsche auch ein frohes Neues. Dir auch. Alles Gute. Danke, danke. Gute Gesundheit. Ja, danke. Und es ist schön, mit dir startet das neue Jahr. Ja, ich bin froh, dass ich die Sendung starten kann mit euch dieses Jahr. Wunderbar. Ja. Jetzt legen wir auch gerade los, oder? Ja, jetzt wir machen das hier mit dem Rosenkohl, der hat ja noch einen Wintertour auf dem Feld stand heute Morgen. Dann packen wir jetzt gerade mal ein bisschen Speck ein da. Das zeige ich jetzt gerade mal, wie das geht. Ja, ist wirklich ja. Vom Feld da angekommen. Vom Feld heute Morgen, ja, gell? Also, ist schon noch verrückt, ne? Jetzt tun wir erstmal kurz salzen ein bisschen, dass da noch was schmeckt, gell? Weil nur die mit Speck, die schmecken ja nachher nach was. Die anderen sind dann natürlich dann ungesalzt. Aber das habe ich wirklich noch nie so gesehen. Hast du noch nie gesehen? Nein, wirklich noch nie. Das haben wir uns auch eigentlich recht neu überlegt jetzt, weil wir natürlich immer alles nutzen wollen von den ganzen Pflanzen und da gehört auch der Stamm dazu. Und den kann man jetzt zwar nicht essen, aber ist natürlich auch ein cooler Gag, weil das sieht natürlich auch super aus und da sind die Leute auch nicht so gewohnt, gell? Tavolata, was ist eine Tavolata für die, die es nicht kennen? Eine Tavolata ist, wir servieren das dann in einem großen Pott und dann sind natürlich servieren wir das mit leeren Tellern. Soll ich auch etwas rüsten? Bis du erklärst. Du kannst auch was rüsten, ne? Du kannst zum Beispiel nimmst einen Kürbis, schneidest ihn in Spalten. Genau. Warte, okay. Gewaschen habe ich ihn schon. Ja, aber und dann wird das dort innen angerichtet, genau? Genau, dann wird es angerichtet, dann kommt das mit leeren Tellern zum Gast und die können sich dann selber schöpfen. Genau. Und jetzt, also wir machen es auch mit Fleisch. Jetzt machen wir es auch. Ist ja jetzt nicht ganz vegetarisch, was wir heute hier machen. Ja. Aber ja, der Gemüse. Aber eben, Tavolata ist ja der Sinn, man isst zusammen an einem großen Tisch. Genau. Aus verschiedenen Töpfen, Geschirr und Schüsseln, oder? Genau, ganz, ganz ungezwungen. Und da ist halt auch ein bisschen lockere Stimmung am Tisch und die Leute haben Freude. So, der Rosenkohl, der ist jetzt echt schon soweit. Tun wir gerade so andere Gemüse. Ich hatte das auch schon gehabt, so mit Pasten und so, Pasta-Tavolata. Und je nachdem sitzt ihr schon mit fremden Leuten am Tisch. Das ist auch noch cool, oder? Ja. Sicher, und alle haben das Gleiche und essen aus der gleichen Schüssel raus. Genau, genau. Ja, das ist ein cooles Konzept. Oder? Die Leute haben es gern, manche haben es einfach lieber, wenn es ein bisschen ungezwungener ist. Und wenn sie dann da auch mal neue Leute kennenlernen, manche gehen auch alleine essen. Ist gut so. Das wird super angenommen, ja, genau. Tun wir es schön schneiden. Kannst du auch gerade noch eine zweite Topinambur, kannst du genau auch in so Spalten schneiden, wie jetzt hier. Schälen oder nicht schälen? Nein, es ist schon gut gewaschen. Ach, Wäsche sind es, ja. Genau, und da muss man da auch gar nicht groß... Das stolzt ein bisschen raus, ja. Da muss man da gar nicht groß was abschälen. Vitamine sind eh eine Schale, wie jeder weiß. Gell? Ja, ist es so, ja, ist wirklich so. Genau, so. Da haben wir noch den Bodenkohlrabi, das ist auch ein schön saisonales Gemüse momentan. Aber auch viele Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm haben oder auch ein richtig schönes, süßes Aroma. Ja, aber es ist auch nicht mehr so schwer, um die zu bekommen, oder? Die kriegst du auch schon in grossen Geschäften, überall, also gibt es das schon, oder? Ja, Kerbelwurzel ist was Spezielles, also das nicht unbedingt. Und auch der Rosenkohl am Stamm, den muss man auch vorbestellen bei seinem Lieferant, gell? Aber sonst natürlich Kürbis, Topinambur, all das kriegt man natürlich mittlerweile überall, gell? Aber das ist schon der Hammer. Also das ja, das kommt bei uns auch wirklich gut an. Also das hat natürlich noch keiner gesehen. Und da haben sie wirklich Freude, Leute. Genau. So, jetzt haben wir fast schon hier mit dem Rüsten. Jetzt können wir das alles schon marinieren. Und zwar mache ich da ein bisschen Salz dran einfach an alles. Die Garzeit ist relativ ähnlich. Man muss einfach nur gleich groß schneiden, oder? Und dann kann man eigentlich tatsächlich ein Blech nehmen für alles. So, dann machen wir noch ein bisschen Rapsöl. Tun wir das alles... Das ist auch eine schöne Sache für zu Hause. Also total einfach. Ja, Hauptsache, denke, ne? Hauptsache man hat dann ganz frische Gemüse. Ich muss dran, kannst du mischen. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen Honig dran. Dass wir noch ein bisschen, Honig? Ah, okay. Dass wir noch ein bisschen Süße dran kriegen. Genau. Ich nehme schon mal den nach vorne. Jawohl. Kann ich sonst noch etwas rüsten und ist alles gut? Ah, jetzt habe ich es eigentlich gerade. Ja. Kann ich dich unterstützen? Kann schon mal einen Wein machen. Genau. So, ich mische das jetzt hier alles schön.
danach. Aber ich finde das super, dass man das wirklich jetzt wieder. Ja, eure jungen Köche, dass ihr das möchtet, mit diesen Sachen arbeiten von früher. Also ich finde das. Unbedingt, ja. Unbedingt. Das kommt ja alles wieder, wie es immer ja. So ist, gell? Muss nicht immer nur Bohnen und Erbsli sein. Und, ja, und die ganze. Es braucht doch nicht immer nur dieses. Die rustikale Küche ist auch eine schöne. Ja, und die ist sehr schmackhaft. Ja. Natürlich, oder? Genau, jetzt habe ich da noch ein bisschen gehackten Thymian. Mhm. So. Kann man ruhig ordentlich was draufgeben. Und da hat man halt schön salzig, süß. Dann hat noch das Kräuterige. Nachher muss dann noch ein bisschen räuchern und da hat man richtig schön. Also, tust du aber eben räuchern wieder da genau, in den Topf. Genau, beim Anrichten. So, jetzt kann man das einfach richtig schön marinieren. So kocht man auch gerne daheim, oder? Also, ich koche auch gerne so daheim. Ja, cool. Ja. Ja, du kannst jetzt auch so mit Hördöpfeln und anderen genau, alles machen, wie du willst. So, jetzt mache ich das in den Ofen. Da haben wir ja vorgeheizt auf 200 Grad. Wie lange braucht das? Ja, das. Ja, 15 Minuten. Dann würde ich es mal kontrollieren. Und dann die kleineren Stückchen rausnehmen, aber maximal okay. 20 Minuten, dann ist es auf jeden okay. Fall fertig. Genau. Hey, das geht zack, zack bei dir doch. Ah, ja. Und jetzt weiter rum. So, jetzt machen wir noch. Erzähl mal etwas über die Sonne. Hm? Also in der Sonne, wir haben ja jetzt, da haben wir es ja geschafft nach einem Jahr. Also ich bin jetzt da ein gutes Jahr. Aber du darfst schon wieder und, du bist schon Multi, ja. Reden und schaffen. Und jetzt haben wir es geschafft, in Gumio zu kommen, haben 14 Punkte erkocht. Hey. Wo wir natürlich sehr froh dran sind. Gratuliere. Wo ich natürlich auch meine Supercrew noch gerne begrüßen wird und bedanken würde mich, würd mich auch noch gerne bei denen. Das sind also die Jungs, wo ich jetzt da bei mir habe, ohne Team geht's nicht, das ist ganz klar. Und ich bin wirklich froh, dass ich da, ja, dass ich da so eine gute Mannschaft habe. Also 14 Punkte ist schön, hä? Ja, super, super Einstieg. Jetzt mal schauen, was wir noch schaffen, aber es ist natürlich erstmal. Erstmal natürlich bin ich sehr zufrieden. Also desto sehr mehr zufrieden. Punkte, desto mehr Stress. Ja, ja, ja desto mehr Druck. Eher. Mehr Druck, ja. Aber ja, es ist ja trotzdem was Schönes. Also. Ja, ja. Es ist ein schöner Druck. Was machst du jetzt genau? Genau, jetzt schneide ich noch ein paar Apfelwürfel für die Soße, die wir machen. Ich habe da noch, machst du eine Vinaigrette aus einem Essig, den wir auch selber machen, der dann eigentlich nach fermentiertem Knoblauch schmeckt. Das zeige ich dann gleich. Dann nimmt man einfach daheim einen Apfelessig, tut den ein wenig. Ja. Das, mit dem fermentierten Knoblauch, den kann man auch im Coop kaufen zum Beispiel oder im Mikro, ich will jetzt keine Werbung machen, in irgendeinem Supermarkt kann man ihn da kaufen. Wir machen den selber, das dauert einfach so 4-5 Wochen im Reiskocher auf Warmhaltefunktion und dann wird er halt von roh, wird er wirklich so schwarz, verliert natürlich komplett die Schärfe, kriegt ein schönes süßes Aroma, so ein bisschen säuerlich süße. Ja, ja. Und der ist eine ganz andere Welt von Knoblauch, wo natürlich auch super passt. Genau. Das habe ich gemeint, du hättest mir einen faulen Knoblauch mitgebracht. Nein, die sind wirklich süß. Ich habe schon ein paar Mal da an der Sendung gehabt. Ja. Gell, die sind süß. He? Ja, ja. Eben, das hier wäre der Essig, den wir dann selber ziehen lassen. Kannst du mal da in die Kamera zeigen? Mit den Schalen, nur mit den Schalen. Die haben ja genau den gleichen Geschmack wie jetzt die Knollen. Und da kann man den Geschmack schon rausziehen. Da haben wir einen Essig, der danach schmeckt. Und dann haben wir das hier schon mit ein bisschen Rapsöl gebunden. Da mache ich jetzt noch ein paar frische Apfelwürfel rein und die Würfel vom fermentierten Knoblauch, dass man auch noch was sieht davon. Gell? Das bleibt so lange. Das könnt ihr auch so als Pasta machen, zum Beispiel dann aufs Brot drüber. Ja, man macht ja auch schon Aioli, ist eine normale Knoblauch. Aioli, genau. Nur aus dem schwarzen Knoblauch zum Beispiel. Mit Eigelb und dann mit Olivenöl und so. Genau, wie eine Mayonnaise. Gell? So, jetzt haben wir hier die Vinaigrette, zeige ich gerade. Das ist jetzt der Essig, den ich dabei habe, mit dem fermentierten Knoblauch, einfach noch mit Rapsöl emulgiert. Und jetzt mache ich da noch Äpfel rein. Ich zeige das nochmal, ein bisschen länger. Mach nur rein. Genau. So. Und noch die Würfel vom Knoblauch. Das machen wir jetzt dann einmal noch ein bisschen lauwarm. Hast du halt Zeit, oder nicht? Ja, jetzt habe ich Zeit, ja. Nein. Wir haben eben gesagt, dass der Wein ist heute, das ist ein österreichischer aus dem Burgenland, aus wirklich von der Gemeinde Gold, vom Leitner, ist 100% ist das Blaufränkisch. Ja? Okay, das riecht sehr schön. Ah, schön, schöne, schöne Power. Power, gell? Richtig gut. Oh, ist das ein schöner, du. Aber sehr fruchtig, he? Ein bisschen fruchtig. Mit so. Ein bisschen beerig auch, gell? Ja, genau, so Dörrzwetschge oder beerig, so in dem Stil, gell? Richtig fein. Ja. Wow.
Kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich hier noch was dabei. Das sind immer so Garnituren, wo ich gern verwende. Das ist einfach Senfsaat. Der eine ist in Apfelsaft gekocht und der andere in Rantensaft. Also Senfkörner. Senfkörner, genau. Einfach gekocht, also noch ein bisschen herb. Das ist in Apfelsaft. Das ist ein Apfelsaft, die sind recht natür, sag ich mal, wenig herb. Und die roten sind natürlich im Rantensaft, kriegen eine schöne Süße. Ist knackig, gell? Ja. Genau. So, sie stimmt, da die Beilagen parat. Ja. Jetzt können wir eigentlich schon den Anfang anrichten gleich, gell? Ja. Schauen wir mal in den Ofen, wie es aussieht. Das sieht doch schon gut aus. So, hast du mich jetzt gerade raus. Kollege, ist heiß, hä? Mucho caliente, hä? Sind wir ja gewohnt. Ja. So, das tue ich dann danach auch immer noch. Bremen muss vielleicht den Zuschauer sagen, er hat natürlich Michael das schon vorbereitet. Genau. Ist genau das gleiche, wo jetzt in dem Ofen ist, ist da natürlich schon so. Genau. Es geht zu lang so. Ja, das muss man ein bisschen vorbereiten. Aber trotzdem, die Garzeit ist nicht allzu lang. Also das kann man zu Hause wirklich schön machen. Das ist jetzt auch gar nicht so aufwendig. Hätte noch ein bisschen gehackten Rosmarin, gehackten Thymian und ein bisschen Schnittlauch oben drüber. Also wie voran bei dem, wo ich in den Ofen rein. Genau, genau. Einfach zum Schluss noch mal ein bisschen. Ja. So, jetzt nehme ich das gerade mal darüber aufs Brett. Gut, alles gut. Das geht. So, dann tun wir unser Star mal von heute, vom Feld. Ne? Der hat jetzt ist der Speck schön außenrum, hat natürlich das Aroma abgegeben. Ja, 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 ja. Braucht auch gar nicht auf allen zu sein, den tun wir in die Mitte setzen. Den, genau. Und außenrum tun wir unser andere Gemüse. Wir nehmen denn das weg zum Essen, tun wir einfach so. Den kann man einfach abschneiden, genau. Darf ich selber probieren? Sehr gern, klar. Ja, gut heiß, gell? Ja, scheiße. So. Oh, ist das fein. Noch ein Kürbis. So, und da haben wir, jetzt machen wir noch hier den Bodenkohlrabi. Bisschen drauf. Michael, mega fein. Schön, dass der schmeckt, freut mich. Nein, das, weißt du, wirklich fein. Ne? Ja, das ist halt mal was anderes, eine rustikale Gemüseküche, gell? Ach, so. Delikatesse, das ist Wahnsinn, die Geschmäcker, die drin sind. Wichtig ist einfach, dass man die guten Produkte hat. Das muss einfach sein, auch am besten wenig Lieferwege. So, jetzt haben wir da noch die gekochte Senfsaat, den Rantensaft und die anderen Apfelsaft. Haben wir das auch. Und jetzt ganz zum Schluss neben die Vinaigrette mit dem fermentierten Knoblauch. Die kann ruhig ein bisschen warm sein, das ist schon gut. Und das jetzt die Säurependant zu den ganzen süßen Marinaden. Ja, 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 ja. Dass das natürlich auch schön ausgewogen ist, gell? Ja. So, jetzt machen wir dann noch mal die restlichen Kräuter oben drüber. Frisch, das ist so frisch, hä? Ja. Wow, Kompliment. So, jetzt ist es auch schön mit der Vinaigrette. Ist aber wenn ich jetzt das möchte zu dir, Kogo, essen, die Tavolade. Ja. Als eine Person lieber nicht, lieber mehrere Leute natürlich. Lieber mehrere, ja, genau. Ja, ja. Also ab zwei würde ich schon sagen, das ist jetzt natürlich mindestens für vier. Ja, ja. Das, also, das ist natürlich klar, aber jetzt haben wir es natürlich auch schön voll gemacht, dass man da auch sieht, wie es bei uns aussieht. Ich mache gerade ein bisschen Platz für nachher, für deine Show. Genau, und jetzt kommt natürlich zum Süßen und Rauch, also zu der Süße und zum Salzigen kommt jetzt noch der Rauch dazu. Ja, süß, sauer hast du jetzt und das kommt noch ein bisschen Rauch. Genau, jetzt kommt noch der Rauch, das steht dann bei uns auch am Pass noch 2-3 Minuten, dass es nicht nur eine Show ist, sondern dass tatsächlich auch der Rauch, also als Geschmack dann im Gericht ist. Ja, dass es reingeht, da habe ich es mir. Und dann ist es natürlich dann auch wirklich abgerundet. Im Winter sowieso Rauchzeit, sage ich mal, genau. Jetzt sehen wir schon, was da geht. Lassen wir das mal kurz zu. Aber es schmeckt fest nach Holz. Ja, das ist Kirschholz. Kirschholz? Ja, Kirschholz, genau. Ja, so schmeckt es bei mir, wenn ich mein Schminie anzünde. Und das genau, bei mir auch. Abzieht. So sieht's aus. Genau, und jetzt so wird es dann an den Tisch serviert. Ich stelle es jetzt gerade mal da vorne hin, oder? Ja, tun gerade so über. Ja, so. Hey, cool. Und dann kommen natürlich die Mitarbeiter. Jetzt kommt der Service, das wäre jetzt unser Pass. Direkt das ins Restaurant. Und jetzt wäre das ein Pass. Servicetisch 5 ist fertig. Genau, die bringen das dahin und dann. Der macht so vor dem Gast. Genau. Paff. So ist es. Cool. Ja. Hey, riesen Kompliment. Danke dir. Hei, hei, hei. Ja. Boah, das schmeckt toll. Ja, jetzt haben wir es. Ja, ganze Bude. Aber da macht Spaß. Ich hoffe, über die Kamera gesehen. So. Herzlichen Dank, Michael. Danke. Coole Sendung. Ein besserer Start hätten wir gar nicht können. Ja. Danke vielmals. Wünsche dir weiterhin alles Gute. Bleib gesund. Ja. Gleichfalls. Schau dir gut, hey, wirklich. Ja. Bleib gesund. Und bis zum nächsten Ihnen daheim, Mal. Wenn wir einander noch sehen durch den Rauch, wünsche ich auch Ihnen einen guten Start ins neue Jahr.
Viel Vergnügen beim Nachkochen von dem sehr, sehr schönen Gericht von Michael. Und wenn Sie nicht kochen, Sie wissen jetzt, wo das gibt. Hotel, Restaurant, so in Soizach. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Ja. Der Top-Pot ist Ihnen präsentiert worden von Bisag Küchenbau, V-Zug und Elbau. Wir wünschen einen guten.